אוקיי, בוקר טוב, שבוע טוב, שיעור גמורה, טרקטט מגילה, דף י"ב עמוד ב. Wir sind in die Erklärungen zu die wirklich zu der Megillah, zu der Megillah selbst, die Midrashim, was die Gemore da bringt. Letzte Woche hatten wir konzentriert gerade in Perek Aleph, in der erste Kapitel von die erste Rolle von der Megillah Esther. Und jetzt heute konzentrieren wir über die zweite Kapitel, was die Gemore sehr schöne Midrashim Agadetes bringt bezüglich die zweite Kapitel. Um was geht die zweite Kapitel? Das heißt, wir erinnern uns, dass nach die große Party, was Achashverosh gemacht hat, und er wollte, dass unbedingt die Vashti, seine Frau, kommt und zeigt, wie hübsch sie, und sie hat verweigert wegen die alle Geschichten, was haben wir schon gelernt letzte Woche. Dann, in die zweite Kapitel sucht Achashverosh eine neue Königin. Und dann, bis er trifft, wem? Esther. Dann heute besprechen wir, lernen wir über Esther, über die ganze Versuch von Achashverosh zu finden Frau und so weiter. Ve'yafked ha-melech p'kidim. Es ist wirklich in die letzte Teil von Yudbet Amud Bet. In der letzte Teil. Ve'yafked ha-melech p'kidim, wo die Zeile werden breit. Der letzte Teil, die letzte Drittel. Ve'yafked ha-melech p'kidim. Das heißt, die Berater von Achashverosh haben ihm gesagt, dass er soll machen jetzt einen Aufruf, dass jeder, was hat eine fähige Mädchen, soll bringen, und er soll wirklich von so einer großen Auswahl soll er suchen, welche Königin, welche Mädchen ist passt für ihn. Sagt die Gemara, Kolman de Avele Barte Itam Raminei. Jeder hatte Angst zu geben, seine Tochter zum König Achashverosh. Und jeder, was hatte eine Tochter, er hat ihn versteckt. Deswegen, man musste schon Beamte beauftragen, dass die soll suchen, gerade die fähigen Mädchen, also die Kandidaten für die Königin, weil es war wirklich schwer zu finden, jemand, dass es von seinen Freiwilligen soll er geben, seine Tochter. Und sagt die Gemore, Omarav, Mai, Dichtiv, Kolarom, Yaseh, Bedat, Vekzili, Frossi, Welle. Das heißt, das ist die Gegenteil zu David HaMelech. Bei David HaMelech steht geschrieben, dass jeder wollte, dass David HaMelech soll heiraten, seine Tochter. Aber gerade bei Achashverosh, jeder hatte Angst und jeder hat versteckt seine Tochter, dass der Achashverosh soll im Chas v'Shalom nicht treffen. Dann kommen wir zum die Highlights von die zweite Kapitel, das geht um Mordechai. Ich, Yehudi, Haya beshushan abira ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish. Ish Yehudi haya beshushan abira. Fragt die Gemore, Ish Yemini mai komar. Warum sagt die Megillah die ganze Reihe ben Mordechai ben Shimi ben Kish Ish Yemini? Das heißt, man sagt nur drei Namen und bis Yemini, bis Binyamin. Er kommt doch, es stammt doch aus Shevet Binyamin. Wenn er will wirklich sein Ichu, seine Abstammung, die Tain, soll er sagen, jeder Vater, was er hatte, jeder Vater und jeder Großvater, bis Urgroßvater und so weiter, bis er kommt zu Benjamin. Wenn nicht, dann sagst, wenn willst du nicht jetzt die ganze Liste beschreiben, dann sag nur den Namen von seinem Vater. Was willst du machen da? Antwortet die Gemore, die drei Namen, was wurden da erwähnt, als die Ichus, als die Abstammung von Mordechai, jeder beschreibt schon irgendwie eine Besonderheit und einen Vorteil und einen guten Charakter von Mordechai. Was ist das? Tani Kulan al Shmonikru, eigentlich jeder Name dort beschreibt andere Aspekte und andere Charakter von den Namen von die Besonderheiten von Mordechai. Ben Yair, warum? Er ist genannt Ben Yair. Ben Sheheir, nicht nur, dass er sein Vater genannt Yair, sondern dass er selber genannt Yair. Warum? Ben Sheheir, Einem Shel Israel,
בתפילתו, dass sie so ein Mann, dass er hat geleuchtet die Augen von Am Israel mit seinen Tfilot. Er war der Manhig, er war der Rebbe von Am Israel. Ist deswegen, er war so besonders damit, dass er hat Licht gebracht an Am Israel mit seinen Tfilot. Ben Shim'i, Ben Yair Ben Shim'i, was ist Ben Shim'i? Nicht nur, dass sein Großvater genannt Shim'i, sondern er selbst genannt ebenso Shim'i. Warum? Ben Sheshama Kel Tfilato. Er ist derjenige, was der Eubester akzeptiert, sein Gebet. Wenn er hat gedammt und gebetet bei Hashem, dass Hashem soll annullieren die Gzera von Haman, dann Hashem hat es akzeptiert. Ben Kish, ebenso die gleiche Bedeutung ist auch mit der dritte Name, Ben Kish, Shehikish al Sharei Rechamim Neftechulu, er hat quasi geklopft auf die Toren von Barmherzigkeit von der Eubester und es wurden aufgeöffnet. שיקיש, יד, יקיש את קלופסו, מקיש בדלת. זכתי כמו וייטר, קרי ליהודי, שתית איש יהודי, ערבר אין איד, das ist der erste Mal, wo wir finden, das ist איש יהודי, die Name יהודי, יהודי, אין איד, יהודה, finden wir der erste Mal in der Megillah. Dann du nimmst dem יהודי, אלמה מיהודה קאטי, heißt es, dass er kommt aus שבט יהודה, aus שטם יהודה, וקרי לימינה, aber am Ende sagst du, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Dann du musst entscheiden, er kommt von Benjamin oder von Juda. Ish Yehudi und Ish Yemini. Sagst du, er kommt aus, er stammt aus Juda oder aus Benjamin. Sag dir mal ein paar Möglichkeiten, interessant. Aber Rav Nachman, Mordechai Muchtar ben Musoaya. Von seinem Vater stammt er von Shevet Benjamin. Aber von seiner Mutter stammt er von Shevet Yehuda. Das heißt, er war schon ein guter Ichus, ein besonderer Ichus, er hatte. Haben wir ihn interessiert, von wo die Mutter stammt? Sehen wir. Na, das hat keine Funktion, wirklich, das ist halachisch, aber trotzdem, dass er kommt, er stammt von so einer wichtigen Familie, von so einer besonderen Familie. Der Rabbonon Amre, Rabbanan sagen, Mishpachot mit Garot so be so. Das heißt quasi, das war wie eine Unterhaltung oder ein Streit zwischen die beiden Familien, die beiden Stämme von Juda und Benjamin, dass jeder sagte, dass er stammt von uns. Jeder hat sich berühmt damit, jeder war stolz, dass er kommt von unserer Familie. Mishpachat Juda omer Tanagar im Demitialen Mordechai. Die Familie von Juda sagt, ich bin die Ursache, ich habe verursacht, dass Mordechai soll überhaupt existieren in der Welt. Wieso? Delokat Lei David Leshima Ben Gera. Judah sagt, okay, ich verstehe, dass es stammt von Shevet Benjamin, aber trotzdem, wer ist derjenige, das hat verursacht, dass überhaupt Mordechai soll existieren in der Welt? Das ist David HaMelech. Warum? Weil Shimon ben Gera, sein Großvater, der Großvater von Mordechai, er hat doch etwas gemacht gegen David HaMelech, er hat ihn doch geflucht auf dem Weg, wenn er ist weggeflohen von Abschalom, das ist bekannt, und er hat ihn gelassen im Leben, wobei er sollte ihn sofort töten, auch wenn er war zurück in Jerusalem, bis Shlomo HaMelech hat ihn am Ende getötet. Aber inzwischen, das hat gegeben die Möglichkeit, dass doch Shaul HaMelech oder der Nachfolger von Shimi soll weiter, ich weiß nicht, wer es war genau, Yair oder Kish, die sollen, nicht Kish, aber Yair, die sollen geboren werden. Und am Ende war ebenso Shaul da. Mordechai da. Das heißt, die ganze Existenz von Mordechai in der Welt, es ist danke an David HaMelech. So sagen die Stamm Judah. Das heißt, ich Judi, das ist doch unsere. Ja, ich verstehe, biologisch stammt er von Benjamin, aber doch, es kommt doch wegen uns, wegen David HaMelech, was stammt von Yehuda. Okay? Das ist eine, das ist die Klage von Yehuda quasi. Und ich sprach an Benjamin, aber Aminai kalte. Aber Benjamin war, ja, okay, wir verstehen die ganze Pilpulim da. Aber im Endeffekt, er stammt doch aus Shevet Benjamin. Dann, dreh nicht den Kopf. Das ist Ish Yemini. Auf jeden Fall, jeder hat sich berühmt. Rove Omar, Rave sagt, genau umgekehrt. Das heißt, dass die Streit, das war zwischen die zwei Stämmen oder was Knesset Israel, das ganze Am Israel quasi geweint hat, es war, dass die haben gesagt, auch ein Weh, dass sowas passiert. Was ist passiert?
So sagt Rava. Rava sagt, er hat total andere Methode. Das heißt, eine negative Methode. Knesset Israel amra leidach gisa. Knesset Israel quasi weint. Während der Zeit von der Gzera. Das heißt, weil wir reden doch jetzt bevor die ganze Geschichte mit Haman. Das heißt, und da Am Israel, quasi Knesset Israel sagt, ai, was ist da passiert? Was heißt das? Reu ma asal Yehudi u ma shilem nimini. Das beide sind schuld, dass Haman konnte sowas machen. Wieso? Ma asal Yehudi de lokat le David le Shimi de ityaled minei Mordechai de mikne bei Haman. Das heißt, quasi Knesset Israel, das ist schwer sowas zu sagen und zu hören. Aber quasi Am Israel sagt, ach, Knesset Israel sagt, schade, dass David HaMelech im Endeffekt nicht getötet sofort der Shimi. Warum? Weil er hätte die Shimi getötet, dann hätten wir nicht der Mordechai da gewesen. Und hätten wir den Mordechai, hätten wir gar nicht keine Provokation gegen Haman. Und keine dann Haman. Das heißt, dann hätten wir keine Fanatiker. Keine Fanatiker. Das heißt, das ist. Da sieht man, Rove sieht man, sagt, dass in diesem Moment Am Israel quasi hat gesagt, oder Knesset Israel hat gesagt, ai, wir könnten sparen die ganze Geschichte da, wenn David, wenn Mordechai hätte nicht provoziert quasi Haman Arasha, dann hätten wir keine Probleme. Interessant, die Gemore sagt es. Rove. Rove sagt. Die Tora neu. Ha? Dass die Tora quasi neu bekommen haben. Alles gut und fein, richtig. Also Purim, aber Mashiach, alles. Aber trotzdem, in die Zeit von der Gzera, manchmal man jammert, ja. Medot, wohin gehen Medot, ja. Genau. Das ist, was gesagt die Knesset Israel, das wäre schuld, gerade Stamm Yehuda, David HaMelech. Aber gleichzeitig ebenso Shevet Binyamin, ebenso, er hat schon eine große Schuld. Warum? Warum er ist schuld? Uma Shilem li Yemini, ebenso, das ist die Schuld von Stamm Benjamin, nicht nur, dass Mordechai von ihm geboren, sondern, dass er hat verursacht, dass überhaupt Haman soll existieren. Warum? Wir kennen doch die Geschichte. De lokat li Shaul le Agag, die Tele bin Haman im Zahle Israel. Die ganze Existenz von Haman, hier auf dieser Welt, war wegen Shaul. Dass Shaul HaMelech hatte nicht gefolgt, was Shmuel hat ihm gesagt, dass er muss toten, die ganze wirklich, vernichten die ganze Volk Amalek und die ganze Vermägen. Und was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Er hat Barmherzigkeit gehabt über Agag, was nach dem Midrash verkleidet wurde wie in einem Schaf. Und damit das Shaul HaMelech nicht getötet, nicht vernichtet, die ganze Vieh von Amalek, dann geblieben Agag im Leben. Und wegen dem, er konnte bringen sein Nachfolger bis Haman ist geboren. Das heißt, wegen jener Nacht, dass er geblieben am Leben. Wenn hätte Shaul ihn sofort getötet, dann hätten wir die Geschichte von Haman nicht. Das heißt, beide Stämme sind schuld. David und Shaul, beide sind schuld. David, dass er hat nicht getötet, der Shimi, der Großvater von Mordechai, und Shaul, dass er hat nicht getötet, der Agag, der Großvater von Haman. So jammert, das ist quasi in die Zeit von der Gzera, von dem Problem von Purim, quasi Knesset Israel jammert und weint, ai, schade, dass sowas passiert. Aber selbstverständlich, wir kennen doch die Happy End, was ist am Ende passiert, dann selbstverständlich, alles war Yerida Zorich Aliyah, die Mesirut Nefesh von Am Israel und Purim und was hast du gesagt vorher? Kiblut HaTorah, die Kabbalat HaTorah, und noch einmal von die anderen Leute, die Kabbalat HaTorah, selbstverständlich. Aber auf jeden Fall, so sagt der Rava, deswegen sagt die Gemore, sagt die Megillah, ich Yehudi und ich Yemini, beide. Er stammt von Yehuda und er stammt von Benjamin, oder beide sind schuld damit, dass wir hatten dieses Problem von Problem und das Wunder von Purim. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan hat eine andere Methode, Leolam mit Benjamin Kati, selbstverständlich, wir wissen doch, dass Mordechai stammt aus Shevet Benjamin, aus Stamm Benjamin, aber warum nennen wir ihn als ich Yehudi, weil mein Kari le Yehudi, Al Shum Shekafar bei Avodah Zara, weil er hat abgeläukert, er hat gekämpft gegen Avodah Zara. Shekol HaKofer bei Avodah Zara nikra Yehudi. Yehudi, die ursprüngliche Name Yehudi kommt, wenn einer gegen Getzen. Es gibt auch Getzendienstschaft, wenn einer kämpft gegen dem, er heißt Yehudi.
steht doch irgendwo das Bad, ja. Ah, bringt er sofort. Ja. Da ist die Quelle. Kidichtiv? Wo ist die Quelle, dass Jehudi, das ist. Kidichtiv, Iti Guvrin Jehudaim, steht in das Buch Daniel, Iti Guvrin Jehudaim, dort die ganze Geschichte mit Daniel, dass er wollte keine Avodah Zarah ebenso dienen. Dann steht, wie man nennt ihn, Jehudi. Und ebenso steht, gerade. Bei Batya, Rabbi Shimon ben Pasi, Kiave Patach, und Devrei Yamim, Amar Hachi. In Devrei Yamim, dort ist doch die Zusammenfassung von allen Generationen, was ist bis da passiert. Was ist Devrei Yamim? Devrei Yamim, das letzte Buch, wo steht dort die ganze chronologische Liste von. In Tanach, oder? Das letzte Buch von Tanach. Ich dachte, das letzte Buch von Tanach ist Malachi. Ja, aber das ist bei Ksuvim, die letzte. Malachi ist bei Nevim. Das ist eine Wiederholung von vielen Sachen, von Melochim viel. Ja. Okay. Ja, dann steht bei Batya ebenso, die Batya, die Tochter von Pharao, was war die Stiefmutter von Moshe? Und dann was steht dort? Die Stoa Judia, und sie war die Frau von wem? Von Kaleb ben Ifune. Kaleb Ifune hat er geheiratet. Hat er geheiratet eben so Miriam. Miriam, die Schwester von Moshe. Aber da steht, dass er hat geheiratet die Batya Bat Paro. Und dann steht, wie Stoa Judia, die jüdische Frau von Kaleb, nicht, dass er hat eine goyische Frau. Aber die jüdische Frau, was heißt die jüdische Frau? Yeldait Yered. Avigdo, ואת חבר אבי סוחו, ואת יקוטל אבי זנוח, ואלה בני בתיה בת פרעה, אשר לקח מרד. המאי קרי ליהודיה, ברום זיז גיננת על סיהודיה, ברום זיז גיננת יהודיה, עירנה מבר דוח בתיה, ברום הייס די יהודיה, על שום שכפרה בעבודה זרה, ואי זי בר, ואי זי עד דוח, אבקי לא יקט. פיתול פון עבודה זרה, זו ועם גילר. זו וישתית עם פרשת שמות, ותרד בת פרעה, לרחוץ על היאור, ואמר רבי יוחנן, לרחוץ מגולולי בית אביה, זיוולטדוך וקנם, וגן. אז היא בטרטן, פון עבודה זרה, צום יודנטו. דסאי זה יתווק לזן, בי עבדות, בין זה קומן צוטרפן מוישה. בין זה יד גטרופן מוישה, דן זה קומן דוח צוגן אינדי מקווה. לרחוץ, צוטרוכן אינדי... in den Nil, um wirklich eine Betretung zu machen, auf jeden Fall verlassen der Avodah Zarah. Und deswegen sie ist genannt als Yehudia. Dann sehen wir, dass der Name Yehudi, der Titel Yehudi, kommt für diejenige, was sie gegen Avodah Zarah. Was heißt Avigdo? Oh, dann sagt die Gemara weiter, dann warum alles geht, Yalda. Und dann steht geschrieben, Yalda et Yeret, sie hat geboren Moshe. Fragt die Gemara, Yalda, sie hat ihn geboren, sie hat ihn nur, wie sagt man? Aufgezogen. Ha? Erzogen, aufgezogen, ja. Weil Rabbi Rebisse, sie hat ihn nur erzogen, zu Hause, sie ist nur deine Stiefmutter, sie ist nicht die biologische Mutter. Lomar lecha, shekol am gadel yatom v'yitoma betoch beto, ma'ale alav ha'katuf kilo yelado. Das heißt, da sehen wir raus, dass einer was erzieht, ein Weise. Weisen, also Yatom v'Yitoma, zu Hause, er ist genannt, dass er ist quasi die erste Eltern. Das heißt, die Eltern, was bringen nach Hause Weisen und die erziehen die Weisen, dann die sind genannt wie die erste Eltern. Sehen wir das von Batya. Die Batya war Torah. Auf jeden Fall, sie ist geboren wem? Jered. Jered, das ist noch ein Name von Moshe. Warum? Ze Moshe, velan mikoshmo Jered. Warum ist genannt Moshe Rabbeinu Jered? Wobei, wir gehen da in ein anderes Thema, aber wir wissen doch, dass Moshe Rabbeinu, steht doch geschrieben, Mordechai bedoro ke Moshe bedoro. Mordechai war wie Moshe. Genau, so wie Moshe war der Manik von Am Israel, ebenso Mordechai. Steht geschrieben in Chassidut, weil die beiden haben erweckt und offenbart bei jedem Ezer meine Schomme. Einer mit Misurut Nefesh und einer mit anderen Sachen, aber auf jeden Fall, das war, die hatten beide die gleiche Aufgabe. Und die waren, den Nessi, die Anführer von der ganzen Generation. Auf jeden Fall, er ist genannt Jered.
Und wir wissen doch ebenso, dass wegen seiner da, wir haben darüber schon mehrere Mal gesprochen, wegen seiner da, wenn der Geburtstag und die Jahrzeit von Moshe Rabbeinu, es ist passiert, die ganze Wunder von Purim. Jered ze Moshe, velama nikra shmo Jered, sheyarad lam l'Israel man beyama, weil er derjenige, was hat runtergebracht, Mann. Jered, Jarad. Jarad man min ha-shamayim, deswegen er ist genannt Jered. Noch ein Name, was er ist genannt, Avigdor, Gdor, warum? Shegadar pirzoten shel Israel, er hat doch runtergebracht die Teure, und er hat durch die Torah und Mitzvot gemacht quasi wie ein Zaun. Gdor, Geder. Es ist wie ein Zaun am Israel, dass er hat die Rahmen von der Torah und Mitzvot gemacht am Israel. Chever. Wer ist Chever? Ebenso Moshe. Warum Chever? Shechiberet Israel aviyem shebashamayim, weil er hat verbindet am Israel mit Ribbono shel Olam. Mit ihrem Vater im Himmel. Socho, warum er ist genannt auch Socho, שנעשה להם לישראל כסוכה. Weil er war für Am Israel so wie ein Sukkah. Er hat geschützt Am Israel so wie eine Sukkah. Jekutiel ist noch ein Name von Moshe. Warum Jekutiel? שקיבו לישראל לכל בימיו. Weil Am Israel haben erwartet und geglaubt in Hashem in seine Jahren. Zanoach, was ist Zanoach? Shizniach, aber noten shel Israel. Er ist derjenige, was haben wir doch gelernt gestern in der Parasha, dass wegen Moshe Rabbeinu er hat verursacht, dass der Kadosh Baruch Hu, der Oberster, soll verzeihen für Am Israel. Er hat die Verzeihung gebracht für Am Israel. Und er hat weggeschickt, er hat also erworfen die Avonot, die Averot von Am Israel. Warum steht aber Avi Gdor, Avi Socho, Avi Zanoach, Vater von Gdor, Vater von Socho. Dann, wir haben doch bis jetzt erklärt nur die Namen Gdor, Socho, Zanoach. Warum steht Avi, der Vater von ihm? Warum ist genannt als Vater? Weil er ist der Vater von Am Israel. Warum? Av Betorah, er ist der Vater von Am Israel, der Aspekt von Torah. Av Bechochma, er ist der Vater von Am Israel in der Aspekt von Weisheit. Ve'av Beneviut, er ist der Vater von Am Israel in der Aspekt von Prophezeiung. In deswegen steht dreimal Av. Ve'eile Bnei Batia shalakach Meret ve'chimeret Shmo, wieder Kaleb Benifune, haben wir doch gesagt, dass er geheiratet Batia. Warum er ist genannt als Meret, weil auch Kaleb Shmo, aber Kadosh Baruch Hu yavo Kaleb, shemarad ba'atzat meraglim, ve'isa et Bat Paro, shemarda begilule mit Aviah. Es passt doch. Es ist ein feines Schiduch, dass der Kaleb, was hat gekämpft gegen die Meraglim, gegen die Rat von den Meraglim, von den Spionen, weil er war derjenige, was hat doch gekämpft gegen denen. Er soll heiraten die Batia, das hat gekämpft gegen die Avodah Zarah. Dann passt eine zu der anderen. Warum? Weil einer hat gekämpft gegen Avodah Zarah. Sie hat gekämpft gegen Avodah Zarah und er hat gekämpft gegen Lashona. Ja, aber auf jeden Fall, dass er war gegen den Strom. Ah, die beiden sind Rebellisten. Ja. Dann es passt nicht. Okay, wir kommen jetzt zurück. Wir kommen zurück zu dem Thema von Megillat Esther, von Purim. Dann weiter geht die Megillah. Wir haben doch bis jetzt erklärt und detailliert die ganzen Namen, erklärt die ganzen Namen von Mordechai. Warum er ist genannt Jair, Shimi, Kish und er stammt von Binyamin oder von Juda. Dann steht weiter Ish Judi Abashon Abira Asher Ogla Mirushalayim עם הגולה שרוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. שתי תעשר וודה רונטגגיין אין בבילון, אין די צייט פון יחוניה מלך יהודה, ובן נבוכדנצר אתם גשלפט נח בבילון, דן וודה אין זו מיד גשלפט. אבל שתי תגשים נאשר הוגלה מירושלים, אמר רובה מרדכי שגלה מעצמו, דסייס, וודה נשקי צוונגן רונטגגיין אין בבילון. Er war schon genug wichtig und genug groß, Mordechai, so wie Irmiah und Navi. Prophet Irmiah, wobei Nebuchadnezzar hat gesteppt, oder Nebuzaradan gesteppt, die ganze Am Israel nach Babylon, aber er hatte einen Befehl von Nebuchadnezzar, nicht anfassen Irmiah, weil er ist der Prophet, wir wollen mit ihm nicht anfangen. Und ebenso war bei Mordechai. Mordechai war nicht gezwungen. Er ist von seiner Freiwillige, von seinen Freiwilligen, er ist runtergegangen in Babylon, weil er wollte dort verstärken, Motivation und unterstützen die Juden in Babylon. Deswegen er ist von alleine gegangen, nicht dass jemand hat ihn gezwungen, hat ihn geschleppt in Galut.
sondern er ist von alleine gegangen. Von sich selber. Weil er war der Manik von Am Israel. Ist Jeremia der gleiche wie Jeremiau? Jeremia ist Jeremiau, der gleiche. Aber steht Obadias Obadiau ist auch das gleiche. Weil ja, ja. Okay. Normalerweise schon. Okay. Warum sagt man nicht? Elia, Eliau. Okay. Okay, das ist anders. Bei Eliau noch steht, aber okay. Weiter steht, weil ich hier, wenn er das der Mordechai hat erzogen seine Cousine. Wer war die Cousine? Esther. Esther hat er. Bat Dodo. Bat Dodo. Die Esther, okay. Bat Dodo, die Cousine. Ah, okay. Sie war die Cousine. Aha. Okay? Ach, jetzt handelt die Gemore mit dem Namen von Esther. Sagt die Gemore, wie war ihr echter Name? Esther oder Adassa? Ja, man sagt Esther Adassa, aber Esther oder Adassa? Karil Adassa und Karil Esther. Dann wie war genau der Name? Und warum hat sie die beiden Namen? Tanja Rabbi Meir Omer, Esther Schma. Esther, das ist der Name. Velama nikra Schma Adassa. Warum doch? Sie ist genannt auch als Adassa. Wobei die echte Name ist Esther, der originale Name ist Esther. Al Shem HaZadikim Shenikreu Adassim. Weil ein Zadik ist genannt Hadass, eine Myrte. Und ebenso, weil das ist so, riecht gut. Und ebenso hat Esther genannt Hadassa, weil sie war eine Zadika. Wechen Omer, wehu Omer bein Adassim. Steht, dass der Malach, bei Zchariah steht, dass der Engel steht zwischen den Hadassim. Wer sind die Hadassim, die Myrten? Die sind die Zadikim. Rabbi Judah mehr umgekehrt. Hadassa Schma. Eigentlich beim Geburt hat sie bekommen dass die Name Hadassa. Und nicht Esther. Warum? Man hat ihr auch die zusätzliche Name Adassa gegeben. Velama nikrat Shme Esther al Shem Shaista Masteret Dvarea. Weil sie hat immer versteckt ihre Rede. Was heißt das? Shneemar, ein Esther Magedet et Molotav et Amar. Esther wollte nicht sagen an Achashverosh, woher stammt sie? Welche Abstammung? Das ist eine Idene. Sie wollte nicht sagen, dass sie ist eine jüdische Frau. Warum sehen wir bald, warum noch immer sehen wir bald, das war die Anweisung von Mordechai, dass sie soll gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall, deswegen sie ist Esther, steht ja auch geschrieben, Esther mit der Torah hinein, wo sehen wir die Quelle von dem Namen Esther in der Torah, war noch hier Esther Astir Panay, steht im Parashat Nitzavim, war noch hier Esther Astir Panay bei Yom Ahu. Das heißt, alles geht um die Sache von Versteckung. Weil die ganze Wunder von Purim war mit einer Art und Weise von Versteckung. Rabbi Nechemia Omer, Hadassa Shma, Velama Nikret Esther, Lefishayu Umat Olam, Korina Lishum Istahar. Rabbi Nechemia sagt, Esther eigentlich, es kommt, stammt als sein persischer Name. Istahar, Istahar geht auf den Mund. Weil alle haben gesagt, Hadassa, sie ist hübsch. Wie der Mond. Sie strahlt wie der Mond. Wie kann man sagen, dass Esther war Tzadika, wenn sie war zusammen mit Achashverosh? Oh, gute Frage. Bald sehen wir das. Ben Azai Omer, Esther lo aruka velo kzaraita, ele bononit ke Adassa. Ben Azai sagt, warum, wieder, die originale Name ist Esther, warum sie ist genannt Hadassa? Weil sie war so eine mittlere, so wie Hadassim, die sind nicht zu hoch und nicht zu kurz. Sie war so eine gute Frau, eine normale mittlere Stand. Rabbi Shoa ben Korchomer, Esther ihre Kroket Aita. Eigentlich Esther war so eine grüne. Sie hatte so eine grüne Haut. Also nicht total grün, aber sie war nicht unbedingt hübsch. Also mehr grün oder gelb. Und deswegen sie ist genannt Adassa, so wie die Myrten. Aber trotzdem, Chutschel Chesed, Bechutschel Chesed Maschuchalea. Sie hatte irgendwie so eine Gnade, dass sie hatte über ihr Gesicht oder über ihre Gestalt. Und deswegen sie ist gefallen bei allen anderen. Kiela Avaem, sie war doch eine weise Kind. Sie hatte keine Eltern, und bei Mota Via Vima, Lekacha, Mordechai, Lolebad. Dann steht geschrieben, dass wir in die Zeit, wenn ihre Eltern sind gestorben, dann Mordechai hat ihr genommen nach Hause. Fragt die Gemara, warum steht du bei Mota Via Vima? Wir verstehen, dass sie hatte keine Eltern. Warum steht, wenn sie sind gestorben?
Amar Rav Ochen, das war wirklich eine schreckliche Situation. Ibarta Metavia, bei dem Schwangerschaft, dann ihr Vater gestorben. Und beim Geburt, Yeladatam Meta Ima, und nach der Entbindung, so wie bei Rachel, sie ist sofort gestorben. Das heißt, sie wirklich eine Baby ohne Eltern, ohne Vater, ohne Mutter. Leider. Und deswegen Mordechai hat er genommen nach Hause. Jetzt sagt die Gemara eine interessante, bekannte Sache, also die, was sie das kennen. Rabbi Zrock hat vorher ein bisschen das erwähnt. Und wenn Motavia wie immer, mit anderer Weise, Kacha Mordechai lo levat, Tane Mishum Rabbi Meir, Altikre levat ela lebait. Nicht nur, dass er, sie war doch seine Stieftochter als Cousine, sondern später hat sie geheiratet. Die waren verheiratet, Mordechai und Esther. Mordechai hat geheiratet Esther. Esther war die Ehefrau von Mordechai. Es war unbekannt. Und der Megillah will ebenso das nicht bekannt machen. Warum? Ganz deutlich das schreiben. Weil es wurde noch geschrieben in den Zeiten von Achashverosh, der Megillat Esther. Und das war ein Geheimnis auch für Achashverosh. Achashverosh wusste davon nicht, dass die Esther, sie ist die Ehefrau von Mordechai. Und deswegen, das war so versteckt. Deshalb Esther. Ha? Deshalb der Name Esther wegen versteckt. Oder? Also da sagt die Gemara, sie hat versteckt. Hauptsache, was die Megillah sagt, dass woher stammt sie. Ah. Aber ebenso, das kann man sagen, ebenso das, ja. Bechenu Omer, er bringt noch eine Reihe, weil er rasch in Kolkim Kifsach hat Tanasher Kana, er bringt eine Reihe von Schmuel, dass dort steht geschrieben, Bateilo Kebat, dass Bat, wenn man legt noch ein Jud in Bat, dann wird es Beit. Und Beit hat es eine Bedeutung von heiraten. Okay? Das ist eine große Chiddush von der Gemara da, dass sie war die, nicht nur die Cousine und die Stieftochter von Mordechai, sondern sie war auch seine Frau. Aber wie gesagt, das war ein Geheimnis. Betsheva Anaro, dann Esther wurde entführt und genommen wurden zu dem Palast von Achashverosh. Man hat ihr gegeben Sheva Anaro. Man hat gegeben 7 Mädchen, die soll ihr bedienen. Sie, also Helferinnen. Omar Rove, Aita Mona bei Nehme Shabbat. Für Esther war eine gute Zeichen, dass jeder wurde gezeichnet mit anderen Tag. Bei jeder, was ist, das heißt, jeden Tag hat sie verwendet andere Mädchen. Und damit wusste sie genau, wann Schabbes ist. Das heißt nicht, dass sie wusste nicht, wann Schabbes ist. Sie konnte doch alleine anschauen im Kalender. Aber wahrscheinlich, dass auch der Sefer Yarot weiß, das ist Rabbi Yonison Eibischitz von Hamburg, der bekannte Rebbe Rabbi Yonison. Und er schreibt, dass sie wollte nicht, dass die soll bemerken, dass sie ist Schömer Schabbes. Und deswegen hat sie gemacht so, dass jeder hat andere Tag und jeder dachte, dass sie macht ebenso Meloche. Deswegen sie hat so eine Verteilung gemacht, dass jeder, die was für Schabbes ist, immer dafür Schabbes, sie soll nicht wissen, was sie macht in den anderen Tagen. Das heißt, weil sie wollte schon. Aber da kommt eine interessante Diskussion. Steht, weil Shanea wird Narote al Tobet Anashim. Steht, Hegai Sris HaMelech, also der Zuständige, der Beamte dort, dass er war zuständig für die alle Menschen, was ihm dort gesammelt. Bei ihm ist gefallen, die Esther ist ihm gefallen. Und er hat ihm schon bessere Bedingungen gegeben, bessere Konditionen gegeben. Was heißt es? Omar Rav Shechila Machal Yehudi. Er hat sie gegeben, koscheres Essen. Das heißt, da sehen wir schon ein bisschen einen kleinen Konflikt. Wieso wusste er, dass sie isst nur koscheres Essen? Dann, es gibt verschiedene Methoden, wie das zu erklären. Einer sagt, weil auch bei den Goyim, so wie heutzutage, es gibt Leute, die suchen immer koscheres Essen. Ja, die sagen, koscher, es ist mehr sauber, es ist mehr hygienisch, es wurde doch mehr beachtet. Er hat verstanden, dass sie so eine edle Frau und sie braucht koscheres Essen. Oder kann sein, dass sie hat doch gesagt, man wusste schon, dass sie kommt doch aus dem Haus von Mordechai. Aber man wusste nicht, dass es gibt eine Verbindung. Sie ist doch die Familie von Mordechai und selbstverständlich nicht Ehefrau von Mordechai. Dort hat sie gegessen koscheres Essen. Man sagt, okay, dann isst weiter, was hast du bis jetzt gegessen. Es ist jetzt schwer, also rückwärts alles zu... Aber dann ist ja klar, dass sie jüdisch ist. Nicht unbedingt. Kann sein, dass sie es dort erzogen, aber nicht unbedingt.
Und auf jeden Fall Chashverosh wusste es nicht. Und der Rest nicht. Aber da kommt diese, das ist die Meinung von Rav, da kommt eine zweite Meinung von Shmuel, was er sagt, genau dagegen. Shmuel amar, Shechila Kotle de Chazire, dass er hat gegeben, Chazer zu essen. Er hat ihr gegeben, also wirklich, also Schweinfleisch zu essen. Und oder hat sie gegessen oder nicht, aber wenn sie gegessen hat, sie hatte keine andere Chance, weil das ist das einzige Essen, was man hat gebracht. Und das ist erlaubt, wenn es ist Pikuach Nefesh. Oder wenn sie war gezwungen. Und dann Rabbi Yochanan amar, nein. Sie gegessen hat sehr onim. Sie gegessen hat also Kernen von Kidneys. Was ist das? Raps? So Samen, oder? Ja, Samenkernen. Okay. Solche Samenkernen. Das kann sein Reis oder andere Sachen, ja. Sie hat nur das gegessen, weil sie wollte sie hat verweigert zu essen. Das steht auch bei Daniel, Michael Vazaria, dass ebenso haben die gegessen, nur Samenkernen. Und interessanterweise, das haben wir gelernt in Shiur Halacha. Das ist die Quelle von dem Minag, dass am Purim steht geschrieben, soll man essen Samenkernen. Gerade zu erinnern, was Daniel und weil Daniel hat zu tun auch mit Purim, weil steht, dass der Hatach ist Daniel, der Hatach, der was war der Vermittler zwischen Esther und Mordechai, das Daniel war. Späterer Mann hat ihn getötet, aber das war Daniel. Und, aber auf jeden Fall Esther gegessen hat im Schloss, hat sie gegessen, die Samenkernen. Deswegen essen wir. Und wahrscheinlich das ist die Quelle von den Mundtaschen, der Hommentaschen, was essen wir. Außer was haben wir gesprochen in Frankfurt, dass alles kommt. Die kann sein, ja. Was wir, okay. Wir haben, aber auf jeden Fall, das ist die Quelle von dem Milan. Shishach Odashim Beshemen Amor, Shishach Odashim Bapsamim. Das heißt, es war eine Vorbereitung von 6 Monaten. Man soll sich salben mit Öl von Mohr, Mai Shemen Amor, und Rabbi Echeba Rabamar stackt. Es ist Öl von Afarsemon, von Sharon. Rose. Ja? Roseöl heißt es? Rosenwasser. Oh, Rosenwasser kann sein, ja. Nein, von Sharon, diese Kaki, Sharon. Sharon ist Kaki. Es gibt noch 2 Arten, Sharon und Kaki. Die gelbe, ja, die orange. Okay. Wow. Ravuna amar Shemen Seid Shaloi Vishlish. Das ist schon ein besonderes Olivenöl, was noch nicht gewachsen, sogar ein Drittel, und das ist schon gut zu salben damit. Tane Rabbiuda amar am Piknon Shemen Seid Shaloi Vishlish. Velama Sachinoto, Shumashire Tasear und Madenta Basad. Das ist schon gut für die Haut. Baere wie war, aber Bokir Shava. So, wie war die Ordnung dort mit die ganze. Also, er war doch beim Aussuchen eine Königin für sich, der Chashverosh, und jede Nacht, er hatte doch andere Frau, das er hat probiert. Ja, mit der ganzen Auswahl, was er hatte dort. Jede Nacht, man hat ihm gegeben, jemand anders, andere Menschen zu sehen, wer passt für ihn. Amar Rabbi Yochanan, mit Gnuto shel oto Rasha, das heißt, man sieht schon etwas Gutes bei Achashverosh, wobei, so, jede Nacht, wie Meshuge, andere Frau, aber sehen wir schon, dass er hat das gemacht nur nachts über und nicht am Tag. Das ist schon etwas. Er war mit der Frau nur nachts über und nicht am Tag. Und das ist schon etwas Gutes, ein Zeichen von Bescheidenheit, von Zniut, wie viel man kann. Und dann kommt Esther, dann Esther hat ihm gefallen, und nicht nur bei ihm, sondern bei jeder, was hat er getroffen. Amar Rabbi Elozor, melamed shelekol echad v'echad nidmeta lo kiumato. Jeder dachte, dass sie ist von seinem Volk. Jeder sagt, oh, hast du gehört, die neue Königin, die neue Frau von Chashverosh, sie ist Persisch. Nein, sie ist Babylisch, sie ist Amerikanisch, sie ist Afrikanisch. Jeder hat gesagt, sie kommt von ihm. ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש בבית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת. דן אספר עם טבת. דצנטר מונת טבת. ואסיס בזונדס המונת טבת. ואסיס ערכלת.
Und dann, der Eibeschter hat das so gemacht, dass es so ein kalte Zeit. Jerach, schenene guf mina guf, das ist so ein Monat, was der physisch ein Körper genießt von der anderen Körper, weil man braucht diese Wärme. In Chassidus wird, dieser Satz wird vielmal wiederholt, das ist Teves, das ist die Besonderheit, der Guf nennen wir Guf, bedeutet, dass der Eibeschter hat Genoss von Am Israel, Genoss von Am Israel, der Guf von der Eibeschter, der Körper von der Eibeschter quasi, dann ist die Zeit, dass die Verbindung zwischen Am Israel und dem Kadosh Baruch Hu ist eine starke Verbindung. In Teves. Gerade in Teves steht, also, dieser Satz von der Gemara wird benutzt, der Rebbe hat ihn viel in Siches. Was ist an Teves besonders? Nein, das, was die Gemara sagt da. Ah. Und das wird verwendet als eine besondere Verbindung von, steht geschrieben, dass gerade wenn es ist so kalt, dann quasi die ganze Jüdischkeit, es ist schwer, aber trotzdem, das ist schon eine besondere Verbindung. ויהב המלך את אסתר מכל אנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, דרך אשורוש, עד גמוכתת ומגליפ דאסתר, אמר רב, ביקש לי תום טעם, בתולת טעם, טעם בעולת טעם, אלס וסר וולטר בי אסתר, כבזי תושמקן ותשופרובים, ארקונטר בי אסתר, צועם. אין יונגפראו, אין יונגפראו, יונגפראו, נישט יונגפראו, אין זו, דסייס, אלה טעמים ומינים, אלה גשמקים פונק. Er konnte probieren bei Esther. Das war schon wahrscheinlich ein Nest, was der Eibeschter hat so gemacht, dass es soll ihm wirklich gefallen. Und dann, sie wollte nicht ihm sagen, wer sie ist. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, so wie die Kommentatoren sagen. Warum? Was war der Grund, dass Mordechai hat verbietet, Esther zu sagen, und er hat immer gewarnt, soll sie nicht sagen, dass sie stammt von das jüdische Volk? Höchstwahrscheinlich, weil, wenn sie sagt vorher, sie stammt, sie stammt doch auch von einer Royal Family. Ja. Von Shaul HaMelech. Und dann hat Achashverosh gesagt, oh, für mich, das ist doch das Beste. Das wollte Mordechai verstecken von Achashverosh. Dass er soll es nicht wissen, weil wenn er weiß das, dann er nimmt ihn bestimmt. Aber er hat schon Seite, genommen. Erstmal, aber der Eubische hilft, dass sie soll ihm gefallen und Mordechai versucht... Jeder macht, was er kann, ja. Ich weiß nicht, Mordechai, alles... Der Eibeschter hat so geführt. Okay. Aber Mordechai wusste noch nicht, was. Doch, er war ein Prophet, aber woher zu wissen, vorher zu wissen, er muss machen, zu beschützen eine jüdische Frau und zu beschützen seine eigene Ehefrau. Er braucht zu beschützen und retten von ihm. Okay? Okay. Genau, und gerade zu der Frage, weil bald sehen wir das wieder, gerade zu der Frage, was Yitzchok hat vorher gefragt, wie kann man sagen, dass Esther war Zadeke, sie war doch die Ehefrau von Achashverosh. Sie war doch Anusa. Sie war gezwungen. Sie war doch gezwungen. Das bedeutet, es steht ein Halacha. Die Gemorre beschäftigt damit. Die Gemorre in Sanhedrin und in ein paar Plätze beschäftigt damit. Wieso Esther, weil es steht doch geschrieben, wir wissen doch, dass Gilui Arayot ist eine von den drei Averes, das muss man dafür Moisra Nefesh sein. Das heißt, es ist wichtiger quasi als das Leben auch. Okay? Ja, als kein Gilui Arayot. Oh, das ist eine Diskussion an sich. Gilui Arayot, ein Ehebruch, ja? Wenn sie ist eine verheiratete Frau mit. Ah. Sie ist verheiratet zum. Das Eshet Ish. Sie ist doch Eshet Ish. Ah ja, dann ist Gilui. Sie ist doch Eshet Ish. Sie ist doch die Ehefrau von Mordechai. Wie kann sie gehen mit einem fremden Mann? Das ist eine Diskussion. Ich will nicht jetzt reinkommen zu dem, dass es Machlokes Aposkim, ob überhaupt Ehebruch mit einem Goy ist. Es ist halachische Ehebruch in bezüglich Gilui Arayot, ja oder nein. Aber auf jeden Fall, die Gemara stellt die Frage, in Sanhedrin auf ein Base und in ein paar Plätze. Die Gemara antwortet eine gründliche Antwort, ein gründliches Element bei diesen Dinim. Esther Karka Eulomaita. Esther, sie ist passiv und nicht aktiv. Eine Frau bei diesem Akt, sie ist passiv und nicht aktiv. Und deswegen, der Aktive muss, er darf nicht machen, das heißt, sie darf ebenso nicht. Aber die Frage, ob Moisra Nefesh sein. Mesirut Nefesh wird gefordert und verlangt von einer, was er ist aktiv. Aber einer, was ist nur passiv Teil, braucht nicht zu Moisra Nefesh sein. Das heißt, selbstverständlich von alleine zu gehen, sie darf sowas nicht machen.
Aber wenn sie ist gezwungen, kann man nicht sagen, ja, du musst dich jetzt lassen zum Toten. Nein. Aber warum hat sie dann nicht einfach Merachik gewesen? Warum nicht einfach sein Achashverosh? Wie soll sie machen? Also nicht so. Sie hat versucht alles, also sehen wir bald. Mordechai und sie haben versucht verschiedene Sachen. Die Sache, und solange wurde sie nicht eingeladen zum Achashverosh, hat sie gar nicht. Sie ist nie gegangen von ihrem Wille. Ja. Die einzige Mal war, wenn Mordechai sagt an ihr, du sollst gehen jetzt zum Achashverosh. Sie sagt, ich bin schon 30 Tage nicht da gewesen und ich will nicht von alleine gehen. Sagt Mordechai, du musst jetzt retten am Israel. Sehen wir bald, was die Gemara sagt. Was war die Reaktion von Esther? Kasher avadeti avadeti. Sollst du wissen, mein teurer Mann Mordechai, wenn ich gehe jetzt von meiner Freiwillige, ich gehe jetzt zum Achashverosh, in diesem Moment, ich verliere den Status von Anusa, von Gezwungene. Ich gehe jetzt von meinem Wille. Und dann verliere ich dir. Ich kann mit dir nicht mehr sein. Okay? Warum? Weil bald sehen wir. Bald. Warum könnte er nicht geben? Oh, das ist eine Frage von Teusses. Warum er hat kein Geld gegeben? Weil er wusste, er wollte nicht, weil Geld muss sein, es sofort hat, es wird bekannt. Und er wollte nicht bekannt geben, dass sie war die Frau von ihm, weil dann Esther konnte in Probleme reinkommen. Aber warum hat der Bichlal von Anfang an das geheim gehalten, die Ehe mit Esther? Geheim gehalten, ich weiß nicht, unter das Volk, unter die Juden, vielleicht war es bekannt. Okay. Aber Geld macht schon eine Piersung, das ist ja, schon in alle Zeitungen und, ja, und muss man schon vorsichtig sein. Das heißt, das war schon eine Tragödie, was Esther hatte. Wie alt war Esther? Ich weiß nicht genau. Also steht verschiedene Meinungen. Aber Mordechai war schon alt, auf jeden Fall. Aber bald sehen wir, dass Esther während die ganze Zeit, sie ist gegangen in Mikve, Teufel gewesen von Achashverosh und gegangen weiter mit Mordechai. Geheimische Weise. Sie war noch mit Mordechai weitergelebt. Aber sie war doch außer der Haus. Nur okay, sie war nicht im Gefängnis. Ja, sie war doch die Königin. Sie konnte mit ihm sein. Aber dann, oder er hatte auch ein Büro dort, ja? Nein, er war doch ein Minister. Yoshev Beshar HaMelech. Er saß immer am Tor von, ich weiß nicht, wo die Ichud gemacht hat, zu Hause oder in seinem Büro, weiß ich nicht. Aber steht geschrieben, weiter, das ist gegangen in Mikve und sie konnte das machen. Aber das war bis der Zeitpunkt, dass Pesach, das Mordechai hat gesagt, am ersten Tag Pesach, du musst hingehen zum Achashverosh. In dieser Zeit, sie hat verbietet und beendet, kaputt gemacht die ganze Eheverbindung. Es gab keine Ehe mehr. Das heißt, sie hat verloren ihren Mann. Aber der macht? Gar nicht, sie kann nicht, weil das war von Razon. Jetzt ist sie schon nicht mehr gezwungen, sie kommt von ihrem Wille. Und in dieser Zeit, das ist ein Ehebruch, Eshetish, darf nicht, wenn Chas Shalom eine Frau die Ehe gebrochen mit jemand anders, darf sie nicht zurück zum ihrem originalen Mann. Ist auch Karet. Ha? Ist so Karet. Was? Sie. Ist so Karet. Ja, später. Aber sie hat dann gemacht, sie hat freiwillig so Karet gemacht. Sie hat es gemacht für Hatzalat am Israel. Aber seit wann erfordert Hashem, dass man macht Isurei Karet, um ihm seinen Willen zu machen? Ja? Seit wann fordert Hashem, dass man Nochmal, sie war Endeffekt, sie war passiv, sie hat nicht etwas gemacht aktiv. Aber trotzdem, der ganze Zugang, der ganze Weg. Ja. Es kann verursachen, ja? Es kann sowas verursachen. Das heißt aber, sie sagt, in diesem Moment kommt quasi meine Einverständnis da. Ja. Und dann bin ich verboten, halachisch. Das ist nicht, verboten, dass sie geht. Aber es auch. Das heißt nicht, dass sie geht, nach Hatorosch und sagt, kommen wir zusammen. Aber das heißt, die Konsequenz. Das kann bringen, das ist die Konsequenz. Ist es fake oder. Ist es fake oder. Weil am Ende, wenn es sowas passiert, dann. Und sie war einverstanden und dieses Mal. Das ist der einzige Mal, was sie ist von alleine gegangen. Aber wenn
Mordechai ihr Mann ist und hat gesagt, mach das, sie muss zuhören. Nein. Wenn ein Mann sagt zu der Frau, geh mit deinem fremden Mann, sie muss ihm hören. Sie muss ihm folgen, was er sagt. Was ist das? Was ist das? Eine Wechselung? Okay, aber die Verwandtschaft ist nicht auf ihn, sondern auf ihr dann. Die Verwandtschaft? Was? Die Verantwortung. Auf ihr? Das ist ihre Verantwortung. Was ist das? Sie ist auch ein erwachsener Mann. Eine erwachsene Frau. Sie muss sich vorsichtig sein und. Okay, auf jeden Fall. Dann steht geschrieben, dass der Chashmorosh hat verursacht, hat versucht, die ganze Zeit irgendwie zu verstehen, woher stammt sie. Dann hat sie gemacht, Mishteh Gadol hat er gemacht eine große Chassene. Und sie wollte, nur die Hauptsache soll sie sagen, woher stammt. Sie wollte nicht. Sie hat verweigert. Später hat er gemacht Reduzierung bei Steuern. Sie wollte ebenso nicht. Und er hat gemacht verschiedene Sachen und gar nicht geholfen. Okay, wir werden das sehen, Besrat Hashem, nächste Woche die Vorsetzung. Aber kann man sagen, die Schwerteil, die Großteil von Perek Beis haben wir jetzt gelernt. Von dem zweiten Kapitel von Megillah. So interessant. Aber wie kann es sein überhaupt, dass Hashem fordert, von jemandem zu machen, Avirot? Das ist nicht Hashem, sie muss nicht. Das ist Mesirut Nefesh. Die ganze Sache steht das geschrieben auch bei Yael. Ja. Yael Minashim Ba'oel Tevorach. Steht das bei der Haftarah von Beshalach. Was heißt das? Das Tov, Tova, Avera Lishma, Mimitzvah Shelo Lishma. Steht geschrieben, dass Yael war noch wichtiger als unsere Mutter. Sarah, Rivka, Rachel, Velea, warum? Weil die haben gemacht Mitzvah mit Abraham, mit Yitzchak und Jakob, aber die haben das genossen auch. Und das ist Mitzvah Shelo Lishma. Sie hat gerade gemacht Avera mit Sisra, wie sie hat ihn getötet, ebenso. Sie hat ihm angeboten Alkohol mit Milch und so weiter. Und dann war Schicke und dann war mit ihr siebenmal. Und dann war so schwach. Und das war ihr Angebot. Und dann konnte ihn töten. Und das ist Avera Lishma. Das heißt Avera Lishma, Avera Leshem Shamayim. Das ist genau wie Esther, Avera Leshem Shamayim. Das ist an Avera, das ist Mesirut Nefesh. Das ist Mesirut Nefesh, dass jemand macht, ein Avera, um zu retten am Israel. Aber dann kann jemand, der sagt, okay, ich gehe jetzt in den Nachtclub am Schabbesnacht und finde da jeden und mache mit dem mich Zeug. Es steht eine Geschichte über Rebbe Rayaz, das einmal war in den Nachtclub die ganze Schabbes, wirklich das war der einzige Ort, wo er könnte verbringen des Schabbes, um zu treffen am Schabbes ein wichtiger Minister, vereinbaren mit ihm, annullieren irgendwie ein Gzera, das war am Israel. Nochmal, Esther und Yael, die werden nicht bestrafen dafür. Weil die waren passiv. Okay? Das ist, die Isur Kores, die werden keine Strafe bekommen. Weil eine Frau ist nur passiv. Auf jeden Fall. Sonst, wenn sie macht etwas aktiv, wirklich mit den Händen. Solange sie macht nicht mit den Händen, sie ist nur passiv, dann Karet bekommt sie nicht. Okay? Aber zu verbieten nach ihrem Mann ist genug. Wenn sie macht von, verstehst? Ja, das stimmt. Das erklärt, warum Zofrat gelitten hat, weil er eigentlich, die Frage ist, dass er auch... Zofrat ebenso, Zofrat ist also nach einer Meinung, dass er hat gemacht, dass er wollte zeigen, wie schlimm ist, also wie wichtig ist zu Schömer Schabbes sein. Ja. Zu Hitten Schabbes. Ja, das ist auch so eine Art und Weise. Und er hat nicht, ja, wir haben nicht gemacht, weil es war Melachasche in Ezechal Gufa. Ja, so steht es schon, ja. Weil er hat nicht gemacht mit dem Zweck zu erfüllen die Melacha. Das heißt nicht. Aber dann wurde er zu falsch. Wir haben das nicht gesehen. Das heißt, das war sein Kavone. Auf jeden Fall, das heißt. Es gibt auch Midrash und Adam Rishon, dass er auch. Man hat ihm gewarnt, man hat ihm vorgewarnt. Aber bei Adam Rishon erzählt man, dass er auch dieses, das gemacht hat, um bei Yetzadat. Da steht, dass der Oibeshter hat das verfüllt.
Der Eibeshter hat das so verursacht und so gefehlt, dass es soll Nora Lila al Bnei Adam. Ja, das sind die ganzen Chetaregel, was haben doch gestern gelernt. Alles ist Irida Zoruchaliyah, um zu steigen davon. Werden Bali Tshuwe, bekommen Purim, Kabbalat Torah von alleine, Kimu wie Kibla Yudim. Schön, soll sein Freitag in Order und gute Vorbereitung für Schabbos und Wochen, heute schon das Schöne. Bei uns alles glattig, nicht? Glattig. Wir müssen nicht Abira nicht mal machen. Okay. Jair ist nicht Juden. Ah? Jair nicht Juden. Das ist eine Frage. Eine gute Frage. Okay, Toda Rabba. Seid gesund. Stark und Freilach. Seid Matzeach, Bengt Moschiach. Eine gute und erfreuliche Woche.